Gesundheit braucht Verstand und heute geht's ums Eisbaden. Halbmechanik-Risiko. Bleiben Sie dran, Sie erfahren, was wirklich im Körper passiert, wie Sie gefährliche Fehler vermeiden und welche Dosierung die richtige ist. Eisbaden steht heute für Resilienzrituale, Glückskicks und Produktivitätshacks. Social Media zeigt Kübe voll Eis, Atemübungen und die Parole Vagus aktivieren, Entzündung runter, Immunsystem hoch. Probleme? Starke Effekte werden zu Heilsversprechen aufgeblasen. Und aus Einzelfällen macht man allgemeine Wahrheiten. Was dabei untergeht? Die Rahmenbedingungen. Temperatur, Dauer, Vorbereitung, Begleitung, Sicherheit, Setting am Land und im Wasser und vor allem die individuellen Gesundheitsbedingungen. In diesem Video trennen wir Hype von Physiologie und zeigen, was wirklich passiert, wo Risiken liegen und wie man Kälte sicher dosiert. Wenn es um Kälte und Körperreaktion geht, dann sollten wir zwei grundsätzliche Reflexe kennen, die sich in der Evolution lange Zeit entwickelt haben. Letztlich sind es zwei Überlebensprogramme. Auf der einen Seite der Kälteschock für kaltes Wasser an Hautflächen und der Tauchreflex als Reaktion auf kaltes Wasser im Gesicht. Beide arbeiten schnell und unbewusst und sichern in Extremsituationen unser Überleben. Der Kälteschock ist ein Sofortalarm bei plötzlicher Hautkälte an Land und im Wasser. Er macht uns in Millisekunden wach und handlungsbereit, kann im Wasser aber zum Risiko werden. Der Tauchreflex schont unter Wasser Sauerstoff und schützt Herz und Gehirn. Jetzt erklären wir mal den Kälteschock. Es ist ein besonders großflächiger Kältereiz auf der Haut bis zum Hals. Er kann sowohl in Konfrontation mit der Luft als auch mit dem Wasser eintreten. Bei kaltem Wasser wird er sogar schon spürbar bei ungefähr 20 Grad. Deutlich spürbar bei ungefähr 10 bis 15 Grad Wassertemperatur und kritisch bei 0 bis 5 Grad. Entscheidend ist der schnelle Temperatursturz in Millisekunden. Dann feuert das Alarmsystem. Der Ablauf, wenn diese Kälte an unsere Haut herankommt, ist zunächst mal ein keuchender Atemzug. Gasp heißt er auch. Danach kommt es zu einer reflektorischen Hyperventilation. Das heißt, wir atmen schnell und oberflächlich. Das wäre so der typische Vorgang. Herzfrequenz und Blutdruck steigen und die Durchblutung der Extremitäten, Arme, Beine, also alles, was so außerhalb der Mitte liegt, wird gestoppt. Die Adern verengen sich. Es kommt weniger Blut dorthin. Subjektiv empfindet man Wachheit, Alarm und dann später Kältezittern. Warum das passiert? Kälterezeptoren feuern. Sympathikus aktiviert Adrenalin, also unser Stressnerv wird aktiv. Die Gefäße ziehen sich zusammen und wir atmen durch die Hyperventilation viel CO2 aus, wodurch sich die Aktivität des Vagusnerves, der eigentlich unser Ruhenerv ist, das Gegenteil also vom Stressnerv, zurücknimmt. Das übernimmt also der Stressnerv und der Puls geht hoch. An der Luft ist das ganz günstig und schafft eine schnelle Anpassung. Schneller Luftgewinn, das Blut wird zentralisiert, was ein Wärmeschutz bedeutet und das sorgt für eine gute Handlungsbereitschaft. Und du kannst dich sehr schnell von diesem Kältereiz entfernen. Im Wasser wird das Ganze aber schon riskanter. Beim Einatmungsreflex kann Wasser mit angesaugt werden, in den Mundraum gelangen, in die Nase gelangen. Es entsteht also ein Programmkonflikt quasi mit der normalen Atemruhe. Und Wasser zieht die Körperwärme übrigens 25 Mal schneller ab als Luft. Das erzeugt Stress und Koordinationsverlust. Probieren Sie einen Selbstversuch, füllen Sie etwas Eis in einen Topf, also Eiswürfel, und halten Sie die Hände rein. Und schon merken Sie, dass Ihre Atmung schneller geht. Genau so fühlt sich das beim Kälteschock an. Kommen wir nun zum Tauchreflex. Was regelt der? Durch Gesichtskälte und bewusstes Atmen anhalten, schaltet der Hirnstamm auf Schonbetrieb. Herzfrequenz sinkt, Blut wird zentralisiert. Der Sauerstoff wird für Herz und Gehirn reserviert. Das System schaltet auf Notstrom und vermeidet Vollgas. Halten wir uns zum Beispiel ein Tuch an die Wange, Oberlippenbereich mitberühren und eventuell die Nase und halten dabei den Atem an, dann merken wir auf der Stelle, wie sich unser Herzschlag reduziert. Und zwar ohne Risiko. Der Vagusnerv ist das Bremspedal. Gesichtskälte und Atemanhalten drücken auf diese Bremse. Die Ganzkörperkälte, die tritt aufs Gas. Treffen beide Programme zusammen, weil Kälte am Körper anliegt und im Gesicht, kommt es zu einem Konflikt. Jetzt übernimmt der Sympathikus, also der Aktivierungsnerv, die Regie. Und das hat Folgen. Der Atemreflex des Kälteschocks und die Atemruhe, die eintritt beim Tauchreflex, arbeiten jetzt gegeneinander. Unkontrollierte Atemzüge mit Aspiration und Spasmen, also quasi Lähmungen im Bereich des Kehlkopfes, Orientierungsverlust, Herzfrequenz und Blutdruck schießen hoch. Das Risiko für Herzrhythmusstörungen steigt massiv, vor allen Dingen bei denjenigen, die schon Vorschäden haben.
Das kann dazu führen, dass sich am Herzen kleine Spasmen, also kleine Blockierungen der Blutversorgung ausbilden und Ohnmacht eintritt. Im Wasser bedeutet das Kontrollverlust. Das heißt Shallow Water Blackout nach Hyperventilation. Und natürlich droht dann Ertrinkungsgefahr. Erst wenn man sich davon erholt hat, also aus dem Eiswasser raus ist und genügend Erholungszeit hatte, dann können Aktivitäten des Vagusnervs wieder eintreten. Wer also für Eisbaden Vagusaktivität verspricht, blendet die Realität aus. Ich hatte beim letzten Video das Thema Hormesis, was bedeutet, dass kleine Dosierungen, kleine Reize in unserem Zellsystem dafür sorgen, dass gewisse Gewöhnungseffekte und Abhärtungsprozesse eintreten können. Und ein kurzer, milder Reiz kann tatsächlich adaptive Antworten mit Trainingseffekt auslösen. Würde bedeuten, bessere Kältetoleranz, stabilerer Kreislauf, schnellere Beruhigung. Aber nur der Adrenalinkick durch kaltes Wasser ohne Erholung ist keine Hormesis. Entscheidend sind Dosis, Dauer, Frequenz und Erholung. Ohne reproduzierbare Anpassung bleibt es akuter Stress. Generell ist Eintauchen in kaltes Wasser ein Weckruf und kein Wundermittel. Als einer der renommiertesten Vertreter des Eisbadens, der quasi den Hype aufgebaut hat, gilt der holländische Extremsportler Wim Hof. Ein Ausnahmesportler mit Bühne. Sein Paket: Atemtraining und Kältegewöhnung. Das fährt kurzfristig Adrenalin hoch und kann Entzündungsmarker dämpfen. Das wurde gezeigt in kleinen, ausgewählten Studien. Es erklärt aber nur Möglichkeiten und nicht die Alterstauglichkeit. Wim Hof konnte länger als eine Stunde in einer Eistonne sitzen, wobei der Kopf raus war und in der Eistonne natürlich stilles Wasser ist, also kein fließendes Wasser, und wir bewegen uns auch nicht in so einer Eistonne, sind ja relativ dicht zusammengedrückt. Und tatsächlich hat das ja schon einige Vorteile, nämlich der Kopf ist raus, der Tauchreflex kommt nicht in Konflikt mit dem Kälteschock und die Atmung bleibt steuerbar. Eine weitere Sache in der Tonne: es bildet sich eine Schutzschicht vom Wasser über der Haut, weil die Haut wärmt das Wasser so ein bisschen an. Und dann entsteht eine kleine Schicht, die bleibt warm an der Haut. Natürlich ist es immer noch kalt, aber es ist schon wie eine kleine Schutzschicht an der Haut. Und im fließenden Wasser wird das ständig weggewischt. Also im fließenden Wasser oder bei Bewegung im Wasser ist immer viel kälter. Also sitzen im ruhigen Wasser, Kopf raus, schlägt Schwimmen im Wasser oder Fließwasser. Jetzt wurden an verschiedenen Stellen auf der Welt Fälle bekannt, wo Menschen, die Eiswasser badeten, schwere Schäden erlitten haben und sogar gestorben sind. Der Investigationsjournalist Scott Kane begleitete Wim Hof über mehrere Jahre, erst wohlwollend, hinterher sehr kritisch, und beobachtete in dieser Zeit Todesfälle und Unfälle, die er mit einer Anzahl von 13, später mit 18 Fällen angab. Er verwies in diesem Zusammenhang auch auf Gerichts- und Koronärdokumente, das sind also die Nachweise über Todesfälle, und in Blogs und Buchform veröffentlichte er dazu seine Informationen The Rise and Fall of the Wim Hof Empire. Auch gab es einen Fall in den USA, wo zivilrechtlich gegen Hof geklagt wurde, aber die persönliche Haftung nicht nachgewiesen werden konnte und insofern auch kein Urteil gegen ihn erfolgte. Und so wurde auch Swallow Water Blackout aus Singapur gemeldet. Die Sunday Times meldet in England mehr als 10 Todesfälle, die im Zusammenhang mit Eisbaden standen. Und auch aus Australien kamen mehrere Meldungen von Todesfällen im Zusammenhang mit Eisbaden und der speziellen Atemform dazu. Wim Hof schreibt in der Zwischenzeit selber: nie Atemübungen in der Nähe von Wasser oder im Wasser, weil die Gefahr von Shallow Water Blackout besteht. Nicht Heldentum, sondern Rahmenbedingungen entscheiden. Kein Atemtraining am oder im Wasser. Begleitung, Sichtkontakt, kurz, knapp und kontrolliert. Und weiter, wenn man überhaupt das macht und es sinnvoll, sicher nutzen möchte, dann die Temperatur dosieren und nicht nach dem Motto, je kälter, desto besser. Für Einsteiger möglichst keine Temperaturen, die tiefer sind als 10 bis 15 Grad. Unter 10 Grad steigt das Risiko dramatisch. Kälteschock, Aspiration, Arrhythmien. Oft ist es viel besser, das Gesicht etwas zu kühlen mit einem nassen Lappen, als eine Vollimmersion, also mit dem ganzen Körper ins Eiswasser zu gehen. Bei Schwangerschaft auf keinen Fall ins Eiswasser gehen. Bei Vorerkrankungen unbedingt auf Abklärung pochen. Herzerkrankungen, neurologische Erkrankungen, Lungenerkrankungen können äußerst kritisch sein, wenn man damit ins Eiswasser geht. Kommen wir zum Mythencheck. Was so alles verbreitet wird dazu? Eiswasser aktiviert den Vagusnerv. So pauschal völlig falsch.
akute Ganzkörperkälte triggert die Sympathikusdominanz, wie das beim Kälteschock typischerweise passiert. Vagusanteile werden nur aktiviert beim Tauchreflex, also Gesichtskälte plus Atemanhalten. Und natürlich in Erholungsphasen. Der zweite Mythos, Hyperventilation gehört dazu. Nein, das ist Kälteschock-Begleitreaktion und nicht Technik. Im und am Wasser absolut tabu. Alle können lernen, ins Eiswasser zu gehen. Nein, es bestehen ganz individuelle Risiken, insbesondere bei Vorerkrankungen. Und noch zu drei Fragen, die immer wieder kommen. Warum ist der Gasp-Atemzug an der Luft okay und im Wasser gefährlich? An der Luft führt der blitzschnell die Lunge. Das ist ein sinnvoller Startimpuls. Im Wasser zieht derselbe Reflex Wasser im Mund und Rachen. Erstickungsgefahr. Er triggert oft Panik und Spasmen, also Lähmungen im Bereich des Kehlkopfes. Kommt er zusammen mit dem Tauchreflex, kommt es zu einer Kollision. Also Gasp-Reflex, an Land Luftgewinn, im Wasser Kontrollverlust. Braucht man Eisbaden für den Kreislauf? Ein kurzer Reiz kann wach machen, aber medizinische Nutzen sind für Kreislauf nicht belegt oder nachgewiesen. Und gibt es noch Regeln, was im Eiswasser zeitlich abläuft? Das ist das 1-10-1-Prinzip. Bedeutet, nach der keuchenden Einatmung, also dem Gasp-Reflex, die Atmung eine Minute lang versuchen zu koordinieren im Eiswasser und damit den Kälteschock etwas beruhigen. Danach hat man noch etwa 10 Minuten Zeit, um sinnvoll zu handeln, also ans Ufer zu schwimmen, sich eine Rettungsweste anzulegen oder was einem sonst gerade noch einfällt, was motorisch noch möglich ist. Im Ablauf von einer Stunde setzt eine massive Unterkühlung ein, eine Hypothermie, die letztlich zur Bewusstlosigkeit führt. Das ist natürlich stark abhängig von der Temperatur, von der Kleidung, von der Strömung, Körperbau, Fettschicht, daher grundsätzlich kurz und kontrolliert. Beim Eisbaden fühlt sich der Reiz groß an, doch Größe ist hier Gefühl und keineswegs Beweis. Wenn man die Schalter kennt, verliert die Kälte ihren Zauber und man behält den Respekt vor der Kälte. Eisbaden bleibt ein Experiment, das man kurz, kalt und klug hält oder wo man gut drauf verzichten kann. Die tägliche kalte Dusche erreicht besser und sicherer solche Ziele als das Eisbaden. Gesundheit braucht Verstand und beim Eisbaden heißt das Kälteschock respektieren. Tauchreflex verstehen, keine Atemübung im oder am Wasser und Dosierung statt Heldentum. Wenn dieses Video geholfen hat, dann bitte wieder einen Daumen hoch. Empfehlen Sie es weiter und schreiben Sie Ihre Erfahrungen mit kaltem Wasser in die Kommentare. Und abonnieren Sie unbedingt unseren Kanal, wenn Sie mehr interessante Informationen aus dem Bereich Gesundheit haben möchten. Ja, und ich sage natürlich wieder Tschüss für heute.